Guten Morgen. Oh, es ist zu früh. Als erstes muss ich hier natürlich erstmal diesen Schlafsack aus dem Weg kriegen. Schlafsack, Kissen, dann habe ich hier noch eine Decke und einen Garderobenständer und eine Boeing. Und jetzt ist hier ja noch das Bett aufgebaut. Daraus machen wir jetzt ein Sofa. Ach ja, gestern Nacht habe ich Glühwürmchen gesehen. Hier war keiner auf dem Parkplatz. Und dann kam ich hier im Dunkeln an. Und rundherum kamen auf einmal so Lichter angeflogen. Und ich dachte, was ist das? Ist das gruselig oder ist das cool? Und es war halt so eine fliegende Lichterkette irgendwie. Also mit sehr weit auseinanderstehenden Birnen. Glühwürmchen. Gut, dass ich das jetzt schon 30 Mal üben konnte, denn nach der ersten Nacht sah das hier ganz anders aus und hat viel länger gedauert. Ja, was will ich denn jetzt machen? Vermutlich mich eigentlich anziehen und auf Toilette gehen. Aber da nehme ich euch nicht mit. So. Ah, fast zugemacht und Autoschlüssel drin gelassen und auf zu. Das war knapp. Ich muss nämlich immer einmal ums Auto rumgehen, damit ich die Zentralverriegelung lösen kann. Praktisch. So, einmal kurz durchfegen, bevor wir hier weitermachen. Ich würde sagen Kaffee. Gestern Abend war übrigens niemand hier. Gar niemand. Ich lag die halbe Nacht noch mit offenen Vorhängen und habe nach draußen geguckt, die Glühwürmchen angeguckt. Und so ein Hasen, war vielleicht ein Kanickel, so groß war das. Komm, ich zeige euch mal die Teeauswahl. Golden Vanilla Früchtetee. Ja. Soll ja keiner sagen, wir würden hier nicht das Luxusleben leben. Ich habe den Geschenk gekriegt von meinem Schwager, der arbeitet bei einer Teefirma. Grüner Tee. So schwarzer Kokos irgendwas, der schmeckt ganz geil. Ayurvedisches Chai-Dingsbums. Also Ayurveda ist mir egal, aber das Chai muss schmecken. Ich mache hier doch keine Tee-Review, Henning, such dir was aus. So, damit wir Kaffee kochen können und Tee, brauchen wir einen Kocher. Ach so, und eins habe ich noch vergessen. Ich habe das Wasser noch nicht angeklopft. Dann mache ich mir meinen Kaffee und dann setze ich mich entweder hierhin oder hierhin. Und dann gehe ich manchmal eine Runde. Und so wie hier riecht es nach echter Kamille und man sieht Mohn.
Das sieht sehr hübsch aus und das klingt bescheuert. Hier kriegt man direkt gute Laune. Natur ist einfach gut. So, jetzt mache ich dir deinen Tee. Aha, es windet und trotzdem hält die Gasflamme. Tagsüber kann ich schon schlecht sprechen, aber morgens noch viel schlechter. Ich könnte schon mal mein Gesicht waschen. Product Placement, nein. So. Okay, let's back. Ich habe meinen eigenen Backofen an Bord. Der hat sogar sein eigenes Säckchen. Da ist das Unterteil aus Edelstahl. Da ist das Brötchengitter. Das ist die Silikonform, die ich einmal auswische. Und jetzt setzt man das Ganze so zusammen. Das nach unten, die Aluminiumform da drauf. Und man kann die Silikonform, die ist ja eigentlich für Kuchen, kann man auch rausnehmen. Aber ich bin faul und habe keine Lust, das Aluminium zu reinigen. Und deswegen lasse ich es drin. Fancy. So. Dit. Spülen. Das Teil kommt wieder in seinen Beutel. So, der Kocher weg und dann gibt es noch lecker Erdbeeren. Ich gehe halt dekadent mit meinen 20 Litern um, weil Erdbeeren müssen manchmal schon sein. Nein, ich versuche natürlich das Wasser zu sparen, wo es geht, aber hat Mut, hat Mut. Also zu Hause würde ich das Wasser einfach laufen lassen. Ne? Hier kann ich mit dem Fuß genau dosieren, wie viel ich haben will. So, das Teil darf natürlich nicht oben auf dem Regal stehen bleiben, sondern muss zumindest vom Fenster weg. Denn wenn es heiß wird und hier die Sonne drauf knallt, ist es besser, wenn das irgendwo im Schatten ist. So, und jetzt putze ich mir noch die Zähne. Und dann können wir eigentlich das Auto fertig machen. Das können wir jetzt noch weg und dann kann es eigentlich fast losgehen, einmal noch das Wasser wieder abschließen. So, hier sehen wir auch den Abwasserkanister, müssen wir noch nicht entleeren, aber hier ist ja offen, da ist der Schlauch drin. Und wenn ich fahre, nehme ich den raus, halte den ins Spülbecken, befestige den ganz kurz mit dem Handtuch, dass der Schlauch nicht abrutscht. Deckel drauf. Und dann kommt hier auch nichts raus.
Jetzt gehen wir wandern.